Es ist, es ist. Haben euer Gnaden einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Oh, danke, danke, danke. Komm, setz er sich, mein Sohn. Na du? Abflug Air France nach Frankfurt und Paris. Flug. Ich bin noch nie geflogen. Du hast wirklich gut. Und wink mal, wir gucken runter. Ach Peter, ich lasse euch so ungern. Ach, wir werden schon nicht unter die Räder kommen. Und die paar Tage Ferien werden dir sicher gut tun. Und du weißt doch, wie sich die Omi freut auf dich, die kleine Kronprinzessin. Ne? Lasst euch mal richtig verwöhnen. Bitte sehr, meine Süße. So, geht's, Mami? So, komm mal, Kätzchen. Oh, ja. Jetzt geht's. Also, mach's gut. Ja. Hals und Bein. Ja. Tschüss. Ist Omi schön. Ja. Und wasch dich, mein Junge. Aber täglich und gründlich. Ja. Wenn du zurückkommst, sehen wir aus wie Gamla, Mami und ich. Peter. So, bitteschön. Bitte vergiss die Blumen nicht zu gießen. Alle zwei Tage. Ja, ja, wird schon erledigt. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Peter. Ja. Fräulein Wendel kommt montags, mittwochs und freitags. Auch nicht vergessen. Ja, aber natürlich. Tschüss. Wiedersehen. Macht's gut. Jetzt sind wir allein. Wir zwei. Strohwitwer sozusagen. Das ist doch mal was ganz anderes, findest du nicht? Mhm. Jetzt können wir schalten und walten, wie wir wollen. Abflug ja. Paris. Flug 747. Jetzt haben wir die Wohnung für uns allein und mal richtig Zeit, nicht? Wir können 66 oder Skat spielen. Ja. Könnt noch mal was basteln. Ja, weißt du, ich werde sehr viel arbeiten in den nächsten Tagen. Ganz ungestört, verstehst du? Das heißt, die beiden haben mich natürlich nicht gestört. Weiß schon. Nein? Aber sie verbreiten immerhin eine gewisse Unruhe in der Wohnung. Naja, jetzt wird es jedenfalls etwas ruhiger sein. So, und den Haushalt machen wir zusammen. Verstehst du denn was davon? Na, hör mal zu, so ein Zwei-Personen-Haushalt, der macht sich doch von alleine. Die zwei Teller, die zwei Tassen. Und morgen früh wird die Kronprinzessin die liebe Omi wecken. Pünktlich um 6. Wer ist denn da? Boss, einschreiben. Ja. Einschreiben für deinen Vater, du Langschläfer. Ach, geben Sie her. Vati, aufwachen! Aufwachen, Vati! Hier, einschreiben. Unterschreib mal. Nein, lass mich doch. Vati, unterschreib, dann kannst du ja weiter schlafen. Hier. Gib her. Ich hätte doch Zeit gehabt, wirklich bis morgen. Da, bitte schön. Ach, Karin, das machst du doch sonst immer. Morgen, Vati. Morgen. Bist du wieder bei dir? Wie spät hier. Ist es denn? Halb neun. Oh. Wir haben verschlafen. Das heißt, du wolltest mich wecken. Ich bin doch nicht dein Wecker. Aber gestern Abend hast du noch gesagt. Ach, gestern Abend, du musst nicht alles glauben, was ich sage. Ich komme jedenfalls zu spät zur Schule. So, und jetzt gehe ich ins Bad, und zwar zuerst. Zweite Tür rechts. Bist du bald fertig? Gleich. Na, du stinkst ja fürchterlich. Na, Mutti, das Kölnisch Wasser mitgenommen. Hey, mein Rasierwasser. Auch schon. Till! Till, wo ist denn der Kaffee? Weiß nicht, aber Tee steht im Schrank. Ja, dann trinken wir eben Tee. Sind denn keine Brötchen da? Nein, woher denn? Die holt Mutti doch immer. Du sollst doch keine eiskalte Milch trinken. Du holst ja noch sonst was. Sag mal, entweder du stehst verkehrt oder hast dein Hemd verkehrt rum an. Vati, ich hab's eilig. Komm sowieso schon eine halbe Stunde zu spät. Schreibst du mir eine Entschuldigung? Entschuldigung? Wofür denn? Sag dem Krause, dass die Mutti nicht da ist und damit basta. Brauchst du doch keine Riesenentschuldigung. Komm, 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 dein Frühstück. Ja. Da. Ja.
gemütliches Frühstück. Sprich nicht mit vollem Mund. Also ab morgen läuft das alles anders, das müssen wir organisieren. So, so geht's jedenfalls nicht. Da. Fatih, machst du mir heute mein Zimmer? Morgen mache ich dafür dein Bett. Ausnahmsweise. Ja, beeil dich, ne? Ja. Das fängt ja heiter an. Mhm. Ja, ist gut. Ja, ja. Wir sind nämlich im Moment alleine, mein Sohn und ich. Naja, ein paar Tage Ferien machen mit der Kleinen. Mhm. Ja, ist gut. Schicken Sie mir die Korrekturbogen zu. Mhm. Sagen Sie, klingelt es bei Ihnen oder bei mir? Bei Ihnen nicht? Ja, bei mir. Ich muss Schluss machen. Ja, ist gut. Mhm. Die Sache geht in Ordnung. Mhm. Ja, vielleicht sehen wir uns mal auf den Dämmerschuppen. Ist gut. Ja. Nein, nicht Sie. Ja, ja. Wiedersehen. Schönen Dank für den Anruf. Wiedersehen. Ja, mein Gott. Ja. Mann, Sie klingeln ja, als ob das Haus brennt. Eiermann ist da. Danke, Eiermann. Ich heiße nicht Eiermann, ich bin der Eiermann. Ich bringe immer die Eier. Ja, dann kommen Sie mal rein. Gestern gelegt, noch Nestwaren. Na, lass mal sehen. Donnerwetter. Amerikanisch Leghorn. Wie viel brauche ich denn? Sag mal, wie viel nimmt denn meine Frau sonst? 40 Hauser. 40? Ich höre ja wohl nicht richtig. Eier sind gesund, der Hauser. Ja, aber die werden doch faul, wenn ach, sie rumliegen. Ach was, sie werden nie faul, um Gottes Willen. Meine Frau ist nämlich verreist, ich bin mit meinem Sohn alleine. Wie brauchen wir denn? Drei zum Frühstück? Na sehen Sie, drei zum Frühstück, sechs am Tag. Sechs Tage hat die Woche, sechs mit sechs sind 41. Wochenende, Oma kommt, eins geht kaputt, sind 51. Da kommen Sie gar nicht hin. Und damit kommen wir auf eine ganz merkwürdige Völkergruppe zu sprechen. Und zwar auf die Ureinwohner Amerikas, die Indianer. Gut. Hier müssen doch die Rothäute ganz besonders am Herzen liegen, was? Erzähl mal alles, was du von ihnen weißt. Apachen, Sioux, Dakota, Cheyenne, Navajos, Winnebagoes. Ja, 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 und so weiter und so fort. Nein, ich wollte eigentlich wissen, woher die Indianer ursprünglich kommen. Woher sie kommen? Ja. Na ja, waren halt da. Waren da. Waren da? Ja. Ja? Ja. Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte, Herr Krause. Wir haben verschlafen. Verschlafen? So, so. Meine Mutter ist nämlich verreist. Aha. Ja, sieht's. Setz dich schnell hin. Hier liegt ein Fall von Fahrlässigkeit vor, an und für sie strafbar. Da aber die Mutter fehlt, die sonst immer geweckt hat, entfällt die Strafbarkeit, da der Beklagte sich seiner Handlung gar nicht bewusst war, weil er schlief. Und, wie heißt es weiter? Ja! Wer schläft, der sündigt nicht. Ja. Denn nun schon wieder. Guten Tag, Herr Haus. Ach, Frau Jakosch. Bitte schön, ich habe die Zeitung für Sie abgenommen und auch gleich bezahlt. Hier ist die Quittung, macht 4,50 Mark, bitte schön. Das ist aber nett von Ihnen. Die wollen Sie natürlich haben. Das ist selbstverständlich. Die Frau ist verreist? Ja. Wo ist sie denn hingefahren? Ich weiß nicht, können Sie rausgehen? Das kann ich leider nicht, Herr Hauser. Wann kommt sie denn wieder? Das Feuerbrüste kommt bald wieder. Ach, Herr Hauser, Sie wissen ja, als ich jederzeit bin, ich für Sie bleiben, Herr Hauser. Sie wissen ja, ich war immer. Sie brauchen mich nur zu rufen. So, das schönen Sie. Tag. Gut, schönen Tag. Schön, Frau Jakosch. Wiedersehen. Ja. Wenn Krause dich heute bei der Mathearbeit wieder wegsetzt, musst du protestieren. Wegen unlauterem Wettbewerb, was? Nein, wegen Geschäftsschädigung oder Benachteiligung. Genau. Jedem die gleiche Chance. Was meinst du, Till? Ja, ja, natürlich. Sag mal, du hast wohl gerade Sendepause, was? Die ist wohl flau vor der Mathearbeit. Na, flau ist mir. Aber nicht vor der Mathearbeit. Ja, was hast du denn sonst? Hunger, ich hab mein Frühstücksbrot vergessen. Och, na dem Kopf. Hier, Kalbsleberbrot. Rabenstreichkäse. Ist der Magen mit dir böse, gib ihm einfach Rabenstreichkäse. Hier, beiß dich durch. Hier, vielleicht noch eine Banane? Ja, noch ein bisschen Lackschinken, vielleicht Lackschinken, das ist gut. Den Kaviar hast du wohl selbst runtergewirkt, was? Da bleibt vielleicht noch was übrig für meinen armen, hungernden Vater. Gott, hier geht's dazu wie im Wartezimmer.
Guten Morgen, eine Nachname bitte sehr, 39,50 Mark. 39 Mark. Oh, verschluckt. Amor. Dankeschön. Sagen wir mal so leicht. Was kann denn da 39,50 kosten? Der Inhalt. Die Zustellgebühr macht 60 Pfennig. Mhm. So. Und da muss ich mal zur Bank gehen. Können Sie auch 50 Mark rausgeben? Ja, sicher. Bitte schön. 40 Mark, ja? Oh, danke sehr. Bitte schön. Und Ihre Karte? Danke. Und morgen. Und gut durchkauen. Dann nicht damit. Schwer, ne? Ja, Kurt, von der Stirne heiß rennen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben. Na ja, Krause, noch der Segen kommt von oben. Das werden wir ja sehen. Oh nein! Guten Tag, Herr Hauser. Ach, Fräulein Winter, das ist aber erfreulich, dass Sie kommen. Treten Sie ein in das verwaiste Heim. Herr Hauser, ich... Na, kommen Sie, es zieht ja wie Hechtsuppe. Wollen Sie sich erkälten? Nein, das heißt, ich... Na, kommen Sie, es beißt Sie keiner. Bitte. So, nun setzen Sie sich erst mal hin. Diese Unordnung, verzeihen Sie das. Natürlich mir so unangenehm. Bitte nehmen Sie doch Platz, wir müssen uns ja erst mal richtig kennenlernen. Nicht wahr, Fräulein Wendel? Ja, das glaube ich auch. Ja. Mein Name ist Kreuder. Ich bin Schönheitsberaterin, Herr Hauser. Also ich habe schon viele witzige Ausdrücke gehört, Fräulein Wendel, aber so Parkettkosmetikerin, aber Schönheitsberaterin, das ist neu. Das ist neu und gut, Fräulein Wendel. Kreuder ist mein Name. Ich bin wirklich Schönheitsberaterin, Herr Hauser. Und ich bin Diplom-Kosmetikerin. Und ich wollte auch nicht zu Ihnen, sondern zu Ihrer Gattin. Ist sie nicht da? Ach, entschuldigen Sie, das ist eine Verwechslung, denn das ist mir so unangenehm. Ach, dann kommen Sie in Sachen Schminke und Puder und so. Rauchen Sie? Nein, schönen Dank, ich rauche nicht. Ach, das schadet dem Teint. Oh, das möchte ich nicht sagen. Nikotin verengt die Kapillargefäße. Aber Gott sei Dank gibt es ja heute so ausgezeichnete Schönheitsmittel, die das alles ausbalancieren. Ja, auch für Männer? Ja, selbstverständlich, auch für Männer. Nährcreme, Tagescreme, Rasierwasser, Gurkenmilch. Gurkenmilch? Ja. Man denke. Du hast ja morgen Geburtstag. Ja schon, aber jetzt, wo meine Mutter verreist ist, dann wollen wir lieber nachfeiern. Also ich finde, man sollte einen Geburtstag am Geburtstag feiern. Das ist meine Ansicht. Ja, meine auch. Wir können auch ein bisschen helfen, zu essen bereiten und so. Also schön, ich will euch was sagen. Ihr kommt am Sonntag beide zu mir. Abgemacht? Abgemacht. Ja. Los, komm. Ja. Gegen vorzeitiges Altern kann man heute schon eine Menge tun, Herr Hauser. Glauben Sie mir das? Zum Beispiel hier diese ausgezeichnete Gesichtspackung mit 5 Vitaminen. Oh, Verzeihung. Spurenelementen, Nährstoffen und Sauerstoff. Das wäre gerade für Sie etwas, Herr Hauser, bei Ihrer Lebensweise. Immer in einem Raum, immer von Tabakwolken eingehüllt. Ja, wenig schon. Bewegung an frischer Luft. Haben Sie schon recht, aber ich kann ja nur nicht noch Förster oder Gärtner werden. Also wow. Schön, dann nehme ich diese Tuba auch noch. Die ist sehr praktisch. Kein Anrühren mehr, einfach auftragen und trocknen lassen. Und dann habe ich hier noch etwas Ausgezeichnetes. Spezialanfertigung unseres Hauses. Damit haben Sie mich meiner letzten Barschaft beraubt. Na, ganz so schlimm wird's ja wohl nicht sein, Herr Hauser. Und was glauben Sie, was Ihre Frau sagen wird, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt und findet Sie in strahlender Frische vor? Guten Tag, Vati. Guten Tag. Guten Tag. Der Junior. Der Junior. Ach, das ist Fräulein... Nein, das ist nicht Fräulein Wendel. Diese Dame ist nicht für die Pflege des Haushaltes zuständig, sondern für die Pflege des Gesichts. Der Junior soll auch nicht zu kurz kommen. Hier bitte, Yucatan. Unser neuestes Eau de Cologne für junge Herren. Danke. Oh, Fräulein Kreuder, ich glaube, wir sind auch klar, gell? Auf Wiederschauen. Du bist so lieb und bringst Fräulein Kreuder zur Tür. Schönen Dank für Ihren Besuch, Fräulein Kreuder. Und haben Sie recht, schönen Dank, Herr Hauser. Bitte schön. Wiederschauen. Ja, bitte, Hauser. Ah, Fräulein Wendel. Ja, was ist?
Aber natürlich habe ich dafür Verständnis. Ja, na ist gut, wann denn? Ja, von mir aus, nächsten Freitag. Ist gut, Frau Lamell. Nein, nein, bin ich böse. Wiederschauen, Frau Lamell. Fräulein Wendel kommt erst nächsten Freitag. Sag mal, willst du dir das alles ins Gesicht schmieren? Du kannst ins Gesicht schmieren? Was denn das für ein Ton? Du bist doch nicht auf dem Schulhof. Ja, entschuldige bitte. Naja, und außerdem ist das meiste für die Mutti. Ja, für die Mutti, denn selbst würde sie sich ja sowas nicht kaufen. Ist ja viel zu teuer, nicht? Gib das her. Weißt du, ob Mutti so einen Geschmack hat? Was heißt denn das? Erinnere dich doch mal daran, als Mutti dir die Monatszeitschrift Der Fluggedanke abonniert hat. Von einem Studenten. Und was du war für einen Tanz. Hey! Naja, und wie du dich da aufgeregt hast. Ich habe lediglich erklärt, ganz ruhig erklärt, dass der Fluggedanke mir Sirius fern ist. Und dass man nicht wegen der schönen Augen irgendeines Studenten den Fluggedanken abonniert. Oder dass man sich von irgendjemand irgendetwas aufschwatzen lässt. Sowas kann dir ja gar nicht passieren. Nein, das passiert mir auch nicht. Geh mal zu Frau Kohl rüber und hol mal ein Tütchen Parmesankäse. Um 1 Uhr ist Mittag, aber pünktlich. Ist gut, Geld bitte. Und du leg doch mal aus, ja? Na schön. Willst du noch was? Klar, ist doch mein Leibgericht. Spaghetti mit Tomatensauce und Fleischklößchen. Da siehst du, was du bei mir alles kriegst. Hab gar nicht gewusst, dass du so gut kochen kannst. Versteckte Talente, die im Verborgenen blühen. Sind die Fleischklößchen richtig? Prima. Naja, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Majoran dran tun müssen, aber so eine Sache ist schnell überwürzt, weißt du, und dann ist sie nicht wieder gut zu machen. Hm. Es gibt ja Leute, die es nur mit Rindfleisch machen. Ich nicht. Ein Drittel Schwein, das macht die Angelegenheit lockerer, pikanter und schmackhafter. Toll, Fati. Einfach klasse. Hm. Und guck mal, die Tomatensauce. Findest du eine Tomatenschale da drin? Pass mal auf. Die Tomaten leicht überdünsten. Ne? Dadurch löst sich die Schale von selber. Dann eine Mehlschwitze. Salz, Pfeffer, Zucker. Tomatenmark. Na ja, fertig. Unbegrenzt haltbar. Stand das auf der Tomate? Nee, auf der Büchse. Spüren wir gleich ab oder erst heute Abend? Wieso abspüren? Übermorgen kommt Fräulein Wendel. Die soll doch nicht den Eindruck haben, dass sie hier ganz überflüssig ist. Mahlzeit. Mahlzeit. Für Fräulein Wendel. 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 Der schmutzigste Schmutz meines Daseins. Ganz recht. Uns fehlt ihm eine hilfreiche weibliche Hand. Aber die ist ja jetzt da. Fräulein Wendel kommt ins Haus und zwingt Unordnung hinaus. Aber. Na. Nun räumen Sie die Wohnung. Ich habe zu arbeiten. Dann glauben Sie, wir hätten nichts zu tun? Was Sie zu tun haben, können Sie auch im Wald erledigen. Wald? Wald? Doch mal. Ja, gleich, nur noch schnell 1072 und 1036. Nicht gleich sofort. Ja, ich komme ja schon. Ist die letzte. Gut. So. Hallo. Firma Hauser und Co. Ja, guten Tag, Herr Grossmann. Na, Hauser. So, erstmal ein Cognac. Und dann ein ruhiges Plätzchen zum Arbeiten. Na, da drüben in der Ecke. Da können Sie wirklich gut arbeiten. Oh ja, danke schön, Herr Gott. Den Cognac bringe ich gleich sofort rüber. Sind Sie so nett? Was bedeutet das denn? Dieser Putzteufel hat uns rausgeschmissen. Das lasst ihr euch gefallen, ja? Na, dafür haben wir auch ganz schön Arbeit hinterlassen. Gib mir mal eine Fassbrause. Ja. Wie heißt er das noch? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Tja, das stimmt.
Wissen Sie, als meine Frau ein paar Tage Ferien machte, da lag der Kamm sofort neben der Butter. Immer wenn sie weg sind, dann weiß man, was man an ihnen hat. Ja, ja, Sie sagen es. Wohlsein, Herr Großmann. Prost. Wohlsein. Wohl. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ein Bier, bitte. Ein Bier. Aber ohne Schaum. Ohne Schaum? Ja, ohne. Englisch. Die Engländer trinken ihr Bier ohne Schaum. Hier kriegt man immer nur einen Stehkragen. Na, aber die Krone, die Blume ist doch die Hauptsache. Ich will keine Krone und keine Blume. Ich will Bier ohne Schaum. Englisch. Ja, das können Sie haben. Gestatten Sie? Nicht viel los hier heute. Na, noch zu früh. Wissen Sie, ich sitze ungern allein. Ja, man kommt sich so verlassen vor. Finden Sie nicht? Nein. Ja, Sie sind auch nicht allein. Sie arbeiten? Wie Sie sehen, ja. Ja, ist ja auch schön ruhig hier. Man ist ungestört. Ach, sicher schreiben Sie da was Interessantes. Sind Sie Journalisten? Wollen Sie das veröffentlichen? Ist mir fertig, wissen Sie? Ja, ich, komm, ruf den Kort. Wir müssen gehen. Wir müssen auch noch was einkaufen. Sofort. Schade, dass Sie schon gehen müssen. Ja, wir hätten uns sicher sehr nett unterhalten. Gestatten Sie. Alles habe ich nicht geschafft an dem einen Nachmittag. Die Gardinen habe ich eingeweicht. Montag komme ich wieder. Fräulein Wendel, was Sie in meinem Arbeitszimmer geschafft haben, das ist wirklich gigantisch. Ja. Ja, ich bin ein friedlicher Mensch. Ich kann mich sehr beherrschen, wie Sie sehen. Sagen Sie mir, was Sie bekommen, und dann wollen wir uns in Frieden trennen, und zwar für immer. Ja, was soll das heißen? Ihre Frau hat gesagt, jeden Tag. Ja, meine Frau hat Sie eben unterschätzt. Bitte schön. Was Sie an einem Vormittag schaffen, das schaffen andere ja nicht in einer ganzen Woche. Ah. So, hier bekommen Sie Ihr Geld. Und dann würde ich Sie bitten, ganz schnell zu gehen. Hier ist Ihre Handtasche. Bitte gehen Sie, aber fallen Sie nicht. Ach, so schlecht sehe ich ja nicht. Das Chaos müsste man fotografieren. Könnte einem richtig leid tun. Guck mal, den Teppich. Die Bücher. Guck mal, die Stapel hier. Die hat sie wohl abgewaschen. Was hat der Papierkorb? Was ist denn hier drin? Mit korrigierten Manuskripte. Bei mir sieht's genauso aus. Was glaubst du, wie lange das dauert, bis wir dieses Schiff wieder seeklar kriegen? Stunden, Kommandant. Naja. Dann alle Mann ran. Aye, Captain. Sieh dir das an. Na, das ist nicht zu fassen. Kein Kommentar. Ach, womit fangen wir an? Mit dem Zimmer oder mit der Küche? Weiß auch nicht. Ich auch nicht. Na komm. Zimmer ist Zahl, Wappen ist Küche. Zahl. Also die Zimmer zuerst. Na los. Mit dem Sprung. Ja. Vier Gläser, zwei Tassen, zwei Untertassen und ein Teller. Ganz schöner Ausschuss. Was macht denn mein Anteil aus? Nichts. Für den Schaden kommt der Arbeitgeber auf.
Gehst du mal schon vor ins Arbeitszimmer? Ich komme gleich nach. Bist du denn gar nicht müde? Wovon denn? Ja? Was denn, Sekt? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ach ja, eine Minute nach 12. Auf dein Wohl. Auf dass das 13. ein fröhliches und gesundes Jahr für dich wird. Auf dich, auf Mutti und auf die Kronprinzessin. Prost. Wohl sein. So. Und jetzt. Mann, prima! So einen habe ich mir schon lange gewünscht. Vier Fächer! Und noch ein Reißverschluss. Mann, prima, Vati. Naja, wie ein Aufsichtsratmitglied. Ich habe mir so einen auch immer gewünscht, aber ich habe sie nie bekommen. Ja, weil du dich nie von deinen alten Sachen trennen kannst. Du sag mal, wie ist das eigentlich mit der Geburtstagsfeier? Ach ja, wir wollten ja eigentlich damit warten, bis Mutti zurückkommt, nicht? Naja, so war es eigentlich gedacht. Aber Monika meint, Geburtstag sollte man am Geburtstag feiern. Da hat sie vollkommen recht, aber es ist ja überhaupt nichts vorbereitet. Kein Kuchen, keine Torte im Haus. Ich will doch keinen Kindergeburtstag veranstalten. Mit Torte und Kakao. Womöglich noch Topfschlangen und blinde Kuh. Das ist doch kindisch. Ich gebe eine Stehparty. Eine bitte, was? Stehparty. Empfang im engsten Kreis, ganz formlos und salopp. Kaltes Buffet. Getränke. Formlos und salopp. Sag mal, wie viel kommen eigentlich zu so einer Stehparty, hm? Na, ich dachte eigentlich nur an Monika und Kurt. Die anderen fahren übers Wochenende alle weg. Stehparty, Getränke, kaltes Buffet. Sag mal, wie alt bist du eigentlich heute geworden? 13, Vati. Prost. Ja, Golf! Und gleich nochmal. Ja, nochmal. Oh, ja, das ist so was Mieses. Ach, der andere auch. So. Oh, das kommt meine Richtung. Schon wieder daneben. So, jetzt bin ich dran. Achtung! Und? Oh, Herr Hauser, Sie sind direkt in die Schussbahn gelaufen. Sowas kann ins Auge gehen. Das ist wirklich lebensgefährlich hier bei euch. Zeig doch mal hier so ein Ding. Das ist aber ganz schön schwer. Darf ich auch mal? Ja? Ja, schaff's ja doch nicht. Guck mal, da in die 12 musst du treffen. Ja, genau da. Hast du ja auch noch nicht. Hallo? Ah, wo ist er denn? Was hängt denn da am Spazierstock? Treff dir mal die Krücke. Aber Herr Hauser, die werfen viel zu tief und zu stark. Sie müssen locker werfen, so wie Tee gesagt. Also schön, komm, gib her. Locker und mit Gefühl. Ja, jetzt gefühlvoll. Und ja, und nicht locker. So, und nicht locker. So streng zu mir, ne? Jetzt eins, also. Zwei und... Na, Alter, schick mal die Krücke. Achtung! Admiral Bertram und Getränkemat Grossmann bitten, an Bord kommen zu dürfen. Fallreb ausschwenken zur Proviantübernahme. Wollen wir sie an Bord lassen? Ja, ja. Ja, lieber, sehr herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe ein bisschen Schiffsfieber mit mir gemacht, als eine Ration. Ja. Und Durst ist schlimmer als Heimweh, mein Junge. Mit dem Kasten kommst du durch die ganze Sahara. Vielen Dank, Herr Grossmann. So vorher gehen sowieso schon zu Ende. In Ordnung, in Ordnung. So, meine Herren, Moment, Moment, ein Willkommensschuss für jeden. Bitte schön. Nicht mich erschießen und nicht auf 10 cm. Bitte da hinten hin. Noch weiter. So weit wie die Kinder. Pass mal auf, wir werden euch ein schönes Feuerwerk vormachen. Ich zeige euch mal, wie man das macht. Ich mal ein, ja? Komm, dann. Ja, da ist die Scheibe, ja? Da ach, ist die weit weg. Na, hören Sie mal. Aber nein, kann sie nicht also, sein. Sein. Daumen, ja. Na, ganz gut. Da muss man ein Auge wie ein Adler haben. Ja, ja. Moment mal. Oh. Oh. Jetzt noch mal. Nein! Da kommt noch das andere Auge zu. Nein, bitte, bitte. Nein, 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 n
Türfüllung durchziehen. Dass da nur kein Leck in das Schiff kommt. Was? Da schlage ich vor, spielen wir was anderes. Ja? Gehen Sie bitte nach hinten. Ja, Till, du bist so lieb und bringst ein Papier nach hinten. Sofort, Vati. Merkt ihr was? Eins, weggesagt, sei. Ja, geschenkt. Ja. Also mit Gewalt gewinne ich dieses Spiel auch, nicht? Mit so einem Partner. Ja. Kann ja gar nicht schief gehen. Was waren das eigentlich? Das waren ohne drei, spielt vier, Schneider fünf, Hand sechs. Ja. Und Kontra. So. Kontra hat ja keiner Kontra. Also Sie haben nur Kontra. Aber natürlich, stimmt. Sie haben Kontra gesagt. Aber das muss ich mal sagen, das verstehe ich nicht. Wie kann man mit so einem Blatt Kontra geben? Da muss ich Sie aber fragen, warum haben Sie das Ass nicht rausgeworfen? Das Ass, das hätte mir doch glatt weggestorben. Und bei 10, wo ist die geblieben? Außer dem Bock. Bock, nein, Bock ist vorbei. Sind Sie auch so durstig? Durstig, apropos Bock. Till, Bier fehlt. Kling doch nicht so. Nimmt dir doch keiner was weg? Weißt du das bestimmt? Die kommen rein und nehmen uns die Platte vor der Nase weg. Hilf dir der Monika ein bisschen. Leg die Gurken rauf. Du bist mir vielleicht eine Hilfe. Da haben sie wohl die Telefonrechnung mit draufgeschrieben, oder? Naja, Rossmann, ich bitte um eine freiwillige Gesetzgebung. Na gut, kontrollieren eine Schrift. Eine viel wie vom Gemüsehändler. Junge, nicht gewitzend? Wir gehen gleich wieder, wir wollen doch hier nicht ersticken. So, meine Herren, ein neues Spiel, ein neues Glück. Na, amüsiert ihr euch gut, Till? Ja, selten so gelacht. Na, dann feiert man schön, ne? Wer hört? Ich. 18? Ja. 20? Ja. Wie viel? Mehr? Weg. Ich habe ehrlich geteilt. Doch. Wir haben mal meinen Geburtstag gefeiert. Nach einer Stunde, da war mein Alter so in Stimmung, dass er dauernd Onkel Hugo hochleben ließ. Das Geburtstagskind, Hugo, lebe hoch. Hip, hip, hurra. Eigentlich habe ich mir meinen Geburtstag ja ein bisschen anders vorgestellt. Ach, lass nur. Wenn deine Mutter wieder da ist, dann feiern wir noch mal mit Torte und Kakao. Ja, und mit Topfschlagen und Sackhüpfen. Ja. Na, ihr Nachtschwärmer, ihr findet ja gar kein Ende. Jetzt wird's aber allerhöchste Zeit. Das ist doch wohl das Größte. Das war ein richtig gelungener Geburtstag, was? Du, was ich über den Bertram gelacht habe, das ist ein wirklich komischer Kauz. Kannst du Skat? Nein, Vati. Das musst du lernen. Das macht viel Spaß. Ist hier ein Hecht. Wie in einer Kneipe. Wollen wir mal schnell das Fenster aufmachen. Till! Till! Ja, Vati? Ach, du mein Schreck. Was eine schöne Bescherung. Wo Mutti doch noch extra gesagt hat, auf dem Flughafen. Du sollst die Blumen gießen. Ich? Wir sollten die Blumen gießen. Wir wollen nicht streiten, wer dafür verantwortlich ist, aber irgendetwas muss geschehen. Was machen wir denn bloß? Über Sonntag stellen wir sie erstmal ins Wasser. Dann blühen sie wieder. In die Badewanne. Wann kommt sie? Ankomme 15.30 Uhr. Los, Till, geh rüber zum Gärtner, hole 5 neue Töpfe. Die müssen genauso aussehen wie diese hier. Nimm sie dir mit als Muster. Ja, Vater. Los, hau ab! Zwei tüchtige, große Männer. Die Blumen. Wirklich, ich danke euch sehr. Tja, man tut ja, was man kann, ne? Ja.
Na, erkennst du mich noch wieder? Oder habe ich mich sehr verändert? Hm? Ich bin nämlich inzwischen 13 geworden, weißt du? Ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Wir ja, auch. Flop, flop. Ist es gestattet, Organ? Es ist. Haben Organ einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Man dankt. Na, mein Junge? Was meinst du, ob sie was gemerkt hat? Mm. Psst. Keine Ahnung. Das weiß man doch bei Frauen nie. Solange sie nichts sagt, sagen wir auch nichts. Wir werden uns hüten. Aber wenn sie uns nun fragt? Dann werden wir einfach sagen, dass wir sie beide vermisst haben. Täglich und gründlich. Ja. Wenn du zurückkommst, sehen wir aus wie Gammler, Radio und ich. Peter, so, bitte, schön. Bitte vergiss die Blumen nicht zu gießen. Alle zwei Tage. Ja, ja, wird schon erledigt. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Peter, ja. Fräulein Wendel kommt montags, mittwochs und freitags. Auch nicht vergessen. Ja, aber natürlich. Tschüss. Wiedersehen. Macht's gut. Jetzt sind wir allein. Wir zwei. Strohwitwer sozusagen. Das ist doch mal was ganz anderes, findest du nicht? Mhm. Jetzt können wir schalten und walten, wie wir wollen. Jetzt haben wir die Wohnung für uns allein und mal richtig Zeit, nicht? Wir können 66 oder Skat spielen. Ja. Könnten noch mal was basteln. Ja, weißt du, ich werde sehr viel arbeiten in den nächsten Tagen. Ganz ungestört, verstehst du? Das heißt, die beiden haben mich natürlich nicht gestört. Weißt du. Aber sie verbreiten immerhin eine gewisse Unruhe in der Wohnung. Naja, jetzt wird es jedenfalls etwas ruhiger sein. So, und den Haushalt machen wir zusammen. Verstehst du denn was davon? Na, hör mal zu, so ein Zwei-Personen-Haushalt, der macht sich doch von alleine. Die zwei Teller, die zwei Tassen. Und morgen früh wird die Kronprinzessin die liebe Omi wecken. Pünktlich um 6. Einschreiben für deinen Vater, du Langschläfer. Ach, geben Sie her. Vati, aufwachen! Aufwachen, Vati! Hier, einschreiben. Unterschreib mal. Nein, lass mich doch. Vati, unterschreib, dann kannst du ja weiter schlafen. Hier. Gib her. Ich hätte doch Zeit gehabt, wirklich bis morgen. Da, bitte schön. Ach, Karin, das machst du doch sonst immer. Ach, das ist gemein. Morgen, Vati. Morgen. Bist du wieder bei dir? Wie spät ist es denn? Halb neun. Oh. Wir haben verschlafen.
Das heißt du wolltest mich wecken. Ich bin doch nicht dein Wecker. Aber gestern Abend hast du noch gesagt. Ach, gestern Abend, du musst nicht alles glauben, was ich sage. Na, ich komme jedenfalls zu spät zur Schule. So, und jetzt gehe ich ins Bad, und zwar zuerst. Zweite Tür rechts. Bitte schön. Was Sie an einem Vormittag schaffen, das schaffen andere ja nicht in einer ganzen Woche. Aha. So, hier bekommen Sie Ihr Geld. Und dann würde ich Sie bitten, ganz schnell zu gehen. Hier ist Ihre Handtasche. Bitte gehen Sie, aber fallen Sie nicht. Ach, so schlecht sehe ich ja nicht. Das Chaos müsste man fotografieren. Könntest du einem richtig leid tun. Guck mal, den Teppich. Die Bücher. Guck mal, die Stapel hier. Die hat sie wohl abgewaschen. Was ist mit dem Papierkorb? Was ist denn hier drin? Eine korrigierten Manuskripte. Bei mir sieht's genauso aus. Glaubst du, wie lange das dauert, bis wir dieses Schiff wieder seeklar kriegen? Stunden, Kommandant. Naja. Dann alle Mann ran. Aye, Captain. Fatih! Fatih! Sieh dir das an. Na, das ist nicht zu fassen. Kein Kommentar. Ach, womit fangen wir an? Mit dem Zimmer oder mit der Küche? Weiß auch nicht. Ich auch nicht. Na komm. Zimmer ist Zahl, Wappen ist Küche. Zahl. Also die Zimmer zuerst. Na los. Mit dem Sprung. Ja, vier Gläser, zwei Tassen, zwei Untertassen und ein Teller. Ganz schöner Ausschuss. Was macht denn mein Anteil aus? Nichts. Für den Schaden kommt der Arbeitgeber auf. Gehst du mal schon vor ins Arbeitszimmer? Ich komme gleich nach. Bist du denn gar nicht müde? Wovon denn? Willst du noch was? Klar, ist doch mein Leibgericht. Spaghetti mit Tomatensauce und Fleischklößchen. Da siehst du, was du bei mir alles kriegst. Hab gar nicht gewusst, dass du so gut kochen kannst. Versteckte Talente, die im Verborgenen blühen. Sind die Fleischklößchen richtig? Prima. Naja, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Majoran dran tun müssen, aber so eine Sache ist schnell überwürzt, weißt du, und dann ist sie nicht wieder gut zu machen. Es gibt ja Leute, die es nur mit Rindfleisch machen. Ich nicht. Ein Drittel Schwein, das macht die Angelegenheit lockerer, pikanter und schmackhafter. Toll, Fatih. Einfach klasse. Hm? Und guck mal, die Tomatensauce. Findest du eine Tomatenschale da drin? Pass mal auf. Die Tomaten leicht überdünsten. Ne? Dadurch löst sich die Schale von selber. Und dann eine Mehlschwitze, Salz, Pfeffer, Zucker, Tomatenmark. Na ja, fertig. Unbegrenzt haltbar. Stand das auf der Tomate? Nee, auf der Büchse. Spüren wir gleich ab oder erst heute Abend? Wieso abspüren? Übermorgen kommt Fräulein Wendel. Die soll doch nicht den Eindruck haben, dass sie ja ganz überflüssig ist. Mahlzeit. Mahlzeit. Für Fräulein Wendel. 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 Für Fräulein Wendel.
der schmutzigste Schmutz meines Daseins. Ganz recht. Uns fehlt ihm eine hilfreiche weibliche Hand. Aber die ist ja jetzt da. Fräulein Wendel kommt ins Haus und zwingt Unordnung hinaus. Aber. Na. Nun räumen Sie die Wohnung. Ich habe zu arbeiten. Dann glauben Sie, wir hätten nichts zu tun? Was Sie zu tun haben, können Sie auch im Wald erledigen. Wald? Wald? Ja, gleich, nur noch schnell 1072 und 1036. Nicht gleich sofort. Ja, ich komme ja schon. Das ist die letzte. Gut. So. Hallo. Firma Hauser und Co. Ja, guten Tag, Herr Grossmann. Na, Hauser. So, erstmal einen Cognac. Und dann ein ruhiges... Entschuldigen Sie bitte, Herr Krause. Wir haben verschlafen. Verschlafen? So. Meine Mutter ist nämlich verreist. Aha. Ja, sieht's. Setz dich schnell hin. Hier liegt ein Fall von Fahrlässigkeit vor, an und für sich strafbar. Da aber die Mutter fehlt, die sonst immer geweckt hat, entfällt die Strafbarkeit, da der Beklagte sich seiner Handlung gar nicht bewusst war. Weil er schlief und... Wie heißt es weiter? Ja! Wer schläft, der sündigt nicht. Ja. Was ist denn nun schon wieder? Guten Tag, Herr Haus. Ach, Frau Jakosch. Bitte schön, ich habe die Zeitung für Sie abgenommen und auch gleich bezahlt. Hier ist die Quittung. 4,50 Euro, bitte schön. Das ist aber nett von Ihnen. Die wollen Sie natürlich haben. Das ist ja selbstverständlich. Die Frau ist verreist? Ja. Wo ist sie denn hingefahren? Ich weiß nicht. Können Sie rausgehen? Das kann ich leider nicht, Herr Hauser. Wann kommt sie denn wieder? Das Feuerrüste kommt bald wieder. Ach, Herr Hauser, Sie wissen ja. Also jederzeit bin ich für Sie bleiben, Herr Hauser. Sie wissen ja. Ich war immer. Sie brauchen mich nicht zu rufen. So, das für Sie. Gut, schönen Dank. Schönen Frau Jakosch. Wiedersehen. Ja. Wenn Krause sich heute bei der Mathearbeit wieder wegsetzt, musst du protestieren. Wegen unlauterem Wettbewerb, was? Nein, wegen Geschäftsschädigung oder Benachteiligung. Genau, jedem die gleiche Chance. Was meinst du, Till? Ja, natürlich. Sag mal, du hast wohl gerade Sendepause, was? Die ist wohl flau vor der Mathearbeit. Na, flau ist mir, aber nicht vor der Mathearbeit. Ja, was hast du denn sonst? Hunger, ich hab mein Frühstücksbrot vergessen. Och, na dem Kopf. Hier, Kalbsleberbrot. Rabenstreichkäse. Ist der Magen mit dir böse, gib ihm einfach Rabenstreichkäse. Hier, beiß dich durch. Hier, vielleicht noch eine Banane? Ja, noch ein bisschen Lackschinken vielleicht. Lackschinken, das ist gut. Den Kaviar hast du wohl selbst runtergewirkt, was? Da bleibt vielleicht noch was übrig für meinen armen, hungernden Vater. Gott, hier geht's ja zu wie im Wartezimmer. Guten Morgen, eine Nachname bitte sehr. 39,50 Mark. 39,50 Mark. Oh, verschluckt. Amor. Dankeschön. Sagen wir mal so leicht. Was kann denn da 39,50 kosten? Der Inhalt. Die Zustellgebühr macht 60 Pfennig. Mhm. So. Mein Gott, da muss ich mal zur Bank gehen. Können Sie auch 50 Mark rausgeben? Ja, sicher. Bitte schön. Danke. 40 Mark, ja? Danke. So ein Zwei-Personen-Haushalt, der macht sich doch von alleine. Die zwei Teller, die zwei Tassen. Und morgen früh wird die Kronprinzessin die liebe Omi wecken. Pünktlich um 6. Einschreiben für deinen Vater, du Langschläfer. Ach, geben Sie her. Ach.
Vati, aufwachen, aufwachen, Vati. Hier, einschreiben, unterschreib mal. Nein, lass mich doch. Vati, unterschreib, dann kannst du ja weiter schlafen. Hier. Gib her. Und hätte doch Zeit gehabt, wirklich bis morgen. Da, bitte schön. Ach, Karin, das machst du doch sonst immer. Ach, das ist gemein. Morgen, Vati. Morgen. Bist du wieder bei dir? Wie spät ist es denn? Halb neun. Oh. Wir haben verschlafen. Das heißt, du wolltest mich wecken. Ich bin ja nicht dein Wecker. Aber gestern Abend hast du noch gesagt. Ach, gestern Abend, du musst nicht alles glauben, was ich sage. Ich komme jedenfalls zu spät zur Schule. So, und jetzt gehe ich ins Bad, und zwar zuerst. Zweite Tür rechts. Bist du bald fertig? Gleich. Na, du stinkst ja fürchterlich. Na, Mutti, das Kölnisch Wasser mitgenommen. Hey, mein Rasierwasser. Auch schon. Till! Till, wo ist denn der Kaffee? Weiß nicht, aber Tee steht im Schrank. Ja, dann trinken wir eben Tee. Sind denn keine Brötchen da? Nein, woher denn? Die holt Mutti doch immer. Du sollst doch keine eiskalte Milch trinken, du holst ja noch sonst was. Sag mal, entweder du stehst verkehrt oder hast dein Hemd verkehrt rum an. Vati, ich hab's eilig. Komm sowieso schon eine halbe Stunde zu spät. Schreibst du mir eine Entschuldigung? Entschuldigung? Wofür denn? Sag dem Krause, dass die Mutti nicht da ist und damit basta. Brauchst du doch keine Riesenentschuldigung. Komm, 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 dein Frühstück. Ja. Da. Gemütliches Frühstück. Sprich nicht mit vollem Mund. Also ab morgen läuft das alles anders, das müssen wir organisieren. So geht's jedenfalls nicht. Da. Vati. Oh, das möchte ich nicht sagen. Nikotin verengt die Kapillargefäße. Aber Gott sei Dank gibt es ja heute so ausgezeichnete Schönheitsmittel, die das alles ausbalancieren. Auch für Männer? Ja, selbstverständlich, auch für Männer. Nährcreme, Tagescreme, Rasierwasser, Gurkenmilch. Gurkenmilch? Ja. Man denke. Aber du hast ja morgen Geburtstag. Ja, schon. Aber jetzt, wo meine Mutter verreist ist, dann wollen wir lieber nachfeiern. Also ich finde, man sollte einen Geburtstag haben, Geburtstag feiern. Das ist meine Ansicht. Ja, meine auch. Wir können auch ein bisschen helfen, zu essen bereiten und so. Also schön, ich will euch was sagen. Ihr kommt am Sonntag beide zu mir. Abgemacht? Abgemacht. Los, komm. Gegen vorzeitiges Altern kann man heute schon eine Menge tun, Herr Hauser. Glauben Sie mir das? Zum Beispiel hier diese ausgezeichnete Gesichtspackung. Mit 5 Vitaminen, oh Verzeihung. Spurenelementen, Nährstoffen und Sauerstoff. Das wäre gerade für Sie etwas, Herr Hauser, bei Ihrer Lebensweise. Immer in einem Raum, immer von Tabakwolken eingehüllt. Ja, wenig schon. Bewegung an frischer Luft. Haben Sie schon recht, aber ich kann ja nur nicht noch Förster oder Gärtner werden. Nicht? Also wow. Schön, dann nehme ich diese Tuba auch noch. Die ist sehr praktisch. Kein Anrühren mehr, einfach auftragen und trocknen lassen. Und dann habe ich hier noch etwas Ausgezeichnetes. Spezialanfertigung unseres Hauses. Damit haben Sie mich meiner letzten Barschaft beraubt. Na, ganz so schlimm wird's ja wohl nicht sein, Herr Hauser. Und was glauben Sie, was Ihre Frau sagen wird, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt und findet Sie in strahlender Frische vor? Guten Tag, Vati. Guten Tag. Das ist der Junior. Ach, das ist Fräulein... Nein, das ist nicht Fräulein Wendel. Diese Dame ist nicht für die Pflege des Haushaltes zuständig, sondern für die Pflege des Gesichts. Der Junior soll auch nicht zu kurz kommen. Hier bitte, Yucatan. Unser neuestes Eau de Cologne für junge Herren. Danke. Oh, Fräulein Kräuter, ich glaube, wir sind doch klar, gell? Auf Wiederschauen. Du bist so lieb und bringst Fräulein Kräuter zur Tür. Schönen Dank für Ihren Besuch, Fräulein Kräuter. Und haben Sie recht, schönen Dank, Herr Hauser. Bitte schön. Wiederschauen. Ja, bitte, Hauser. Ah, Fräulein Wendel. Ja, was ist? Aber natürlich habe ich dafür Verständnis. Ja, na ist gut, wann denn? Ja, von mir aus. Nächsten Freitag. Ist gut, Fräulein Wendel. Nein, Kat, nein, bin ich böse. Wiederschauen, Fräulein Wendel.
Fräulein Wendel kommt erst nächsten Freitag. Sag mal, willst du dir das alles ins Gesicht schmieren? Sogar ins Gesicht schmieren? Was denn das für ein Ton? Du bist doch nicht auf dem Schulhof. Was ist denn da? Boss, einschreiben. Ja. Einschreiben für deinen Vater, du Langschläfer. Ach, geben Sie her. Vati, aufwachen! Aufwachen, Vati! Hier, einschreiben. Unterschreib mal. Nein, lass mich doch. Vati, unterschreib, dann kannst du ja weiter schlafen. Hier. Gib her. Hätte doch Zeit gehabt, wirklich bis morgen. Da, bitte schön. Ach, Karin, das machst du doch sonst immer. Ach, das ist gemein. Morgen, Vati. Morgen. Bist du wieder bei dir? Wie spät hier. Ist es denn? Halb neun. Oh. Wir haben verschlafen. Das heißt, du wolltest mich wecken. Ich bin doch nicht dein Wecker. Aber gestern Abend hast du noch gesagt. Ach, gestern Abend, du musst nicht alles glauben, was ich sage. Ich komme jedenfalls zu spät zur Schule. So, und jetzt gehe ich ins Bad, und zwar zuerst. Zweite Tür rechts. Bist du bald fertig? Gleich. Na, du stinkst ja fürchterlich. Na, Mutti hat das Kölnisch Wasser mitgenommen. Hey, mein Rasierwasser. Auch schon. Till, wo ist denn der Kaffee? Weiß nicht, aber Tee steht im Schrank. Ja, dann trinken wir eben Tee. Sind denn keine Brötchen da? Nein, woher denn? Die holt Mutti doch immer. Du sollst doch keine eiskalte Milch trinken, du holst ja noch sonst was. Sag mal, entweder du stehst verkehrt oder hast dein Hemd verkehrt rum an. Vati, ich hab's eilig. Komm sowieso schon eine halbe Stunde zu spät. Schreibst du mir eine Entschuldigung? Entschuldigung? Wofür denn? Sag dem Krause, dass die Mutti nicht da ist und damit basta. Brauchst du doch keine Riesenentschuldigung. Komm, dein Frühstück. Ja. Da. Gemütliches Frühstück. Sprich nicht mit vollem Mund. Also ab morgen läuft das alles anders, das müssen wir organisieren. So geht's jedenfalls nicht. Da. Vati, machst du mir heute mein Zimmer? Morgen mache ich dafür dein Bett. Ausnahmsweise. Ja, beeil dich, ne? Ja. Das fängt ja heiter an. Ja, ist gut. Ja. Wir sind nämlich im Moment alleine. Mein Sohn und ich. Los, Till. Geh rüber zum Gärtner. Hole 5 neue Töpfe. Die müssen genauso aussehen wie diese hier. Nimm sie dir mit als Muster. Ja, Vater. Los, hau ab! Zwei tüchtige, große Männer. Die Blumen. Wirklich, ich danke euch sehr. Tja, man tut ja, was man kann, ne? Ja. Na, erkennst du mich noch wieder? Oder habe ich mich sehr verändert? Hm? Ich bin nämlich inzwischen 13 geworden, weißt du? Ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Wir auch. Flop. Ist es gestattet, Organ?
Es ist. Haben morgen allen einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Man dankt. Na, mein Junge? Was meinst du, ob sie was gemerkt hat? Mm. Psst. Keine Ahnung. Das weiß man doch bei Frauen nie. Solange sie nichts sagt, sagen wir auch nichts. Wir werden uns hüten. Aber wenn sie uns nun fragt? Dann werden wir einfach sagen, dass wir sie beide vermisst haben. Wer schläft, der sündigt nicht. Ja. Was ist denn nun schon wieder? Guten Tag, Herr Haus. Ach, Frau Jakosch. Bitte schön, ich habe die Zeitung für Sie abgenommen und auch gleich bezahlt. Hier ist die Quittung, macht 4,50 Euro, bitte schön. Das ist aber nett von Ihnen. Die wollen Sie natürlich haben. Das ist ja selbstverständlich. Frau ist verreist? Ja. Wo ist sie denn hingefahren? Ich weiß nicht. Können Sie rausgehen? Das kann ich leider nicht, Herr Hauser. Wann kommt sie denn wieder? Das Frau Jakosch, sie kommt bald wieder. Ach, Herr Hauser, Sie wissen ja. Also jederzeit bin ich für Sie bleiben, Herr Hauser. Sie wissen ja. Drei, ich war immer. Sie brauchen mich nicht zu helfen. So, und das für Sie. Gut, schön, Dank. Schön, Frau Jakosch. Wiedersehen. Ja. Wenn Krause sich heute bei der Mathearbeit wieder wegsetzt, musst du protestieren. Wegen unlauterem Wettbewerb, was? Nein. Wegen Geschäftsschädigung oder Benachteiligung. Genau. Jedem die gleiche Chance. Was meinst du, Till? Ja, natürlich. Sag mal, du hast wohl gerade Sendepause, was? Die ist wohl flau vor der Mathearbeit. Na, flau ist mir. Aber nicht vor der Mathearbeit. Ja, was hast du denn sonst? Hunger, ich hab mein Frühstücksbrot vergessen. Och, na dem. Hier, Kalbsleberbrot. Rabenstreichkäse. Ist der Magen mit dir böse, gib ihm einfach Rabenstreichkäse. Hier, beiß dich durch. Hier, vielleicht noch eine Banane? Ja, noch ein bisschen Lackschinken vielleicht. Lackschinken, das ist gut. Den Kaviar hast du wohl selbst runtergewirkt, was? Danke, Vater. Da bleibt vielleicht noch was übrig für meinen armen, hungernden Vater. Gott, hier geht's dazu wie im Wartezimmer. Guten Morgen, eine Nachname bitte sehr. 39,50 Mark. 39,50 Mark. Oh, verschluckt. Amo. Hey, Dankeschön. Sagen wir mal so leicht. Was kann denn da 39,50 kosten? Der Inhalt. Die Zustellgebühr macht 60 Pfennig. Mhm. So. Mein Gott, da muss ich mal zur Bank gehen. Können Sie auch 50 Mark rausgeben? Ja, sicher. Bitte schön. Danke. 40 Mark, ja? Oh, danke sehr. Bitte schön. Und Ihre Karte? Danke. Und morgen. Und gut durchkauen. Dann nicht damit. Schwer, was?